miteinander. Heute geht's weiter an der PFR. Hier seht ihr, ich habe mich schon ein bisschen um die Pumpe gekümmert. Das Gehäuse ist schön sauber, oben rum broniert. Die Fläche hier ist original auch immer blank. Die Sitze von den Elementen sind in Anführungszeichen nachgefräst. Hier mit den Elementsitzfräsern, die sind normalerweise für Aluminium, da kratzt man damit eher den Dreck raus, als dass man Material abträgt. Ja. Sind aber sauber. Der Rest von innen, jetzt sieht man mal schön die Innereien von so einer Pumpe, nicht viel, aber alles sauber, wie sich das gehört. Ja, Elemente neu, Druckventile neu, alles original Bosch. Ja, würde ich sagen, gehen wir doch mal an den Zusammenbau. Erledigt. Nachdem jetzt hier alles sauber gemacht ist, ihr habt gesehen, ich habe die Sachen alle ausgespült, nachdem ich sie ausgepackt habe. Die hier waren sogar noch in dem alten Wachs eingeschweißt. Ja. Empfiehlt sich immer, einmal im Diesel das Zeug zu spülen, sauber zu machen, damit dieses Konservierungsöl abgeht und damit einfach überall mal Diesel dran kommt, damit alles vorgeschmiert ist. Jetzt können wir hingehen, können die Elemente verbauen. Mit den Druckrohranschlüssen. Ja. So, dann brauchen wir hier die Federn. Die kleinen. Die Elemente und die Druckventile. Bei den Elementen logischerweise vorher die Kolben rausnehmen. Die landen sonst irgendwo in der Pumpe. Und niemals vertauschen untereinander, immer nur den Kolben in das Element reinschieben, wo er reingehört. So, das heißt, Gehäuse einsetzen in Schraubstock, Elemente rein, Druckventile drauf, Druckventildichtungen, ganz wichtig. Hier bei der CEOS-Führung sind das diese Nylonringe. Gibt es auch bei mir im Shop, wenn ihr die braucht, oder beziehungsweise könnt ihr die über mein Kontaktformular anfragen. Die kommen quasi einfach so hier auf die Druckventile drauf. Einmal, oh, sehe ich denn da? Seht ihr das? Da ist ein Absatz vom Pressen drin. Der ist da auch. Das ist schlecht, weil die werden niemals dicht. Da auch. Müssen wir probieren. Sehen wir auf dem Prüfstand. 6,5 Stunden später. Seht ihr das? Die füllen sich beide langsam. Die sind nicht richtig dicht. Ich habe euch letztes Mal übrigens wohl Schmarrn erzählt. Die Regelhülsen kriegt man doch gerade so rein und raus. Müssen wir sie einmal drehen. Ach komm, lass mich jetzt nicht im Stich hier. So. Und jetzt können wir die Regelstange reinschieben, die Regelhülse ausrichten und dann schieben wir von unten provisorisch ein Element rein, dass das sich nicht mehr verstellt. So, einmal Regelstange. Da ist die Mittelmarkierung. Ist das mittig? Ich würde sagen, das ist mittig. Gut, schieben wir von unten ein Element bei, Ventil drauf und dann können wir die Pumpe umdrehen, wundern, dass alles rausfällt. Und dann den Rest einsetzen. Wie ihr seht, hält das Ganze jetzt. Hoppa, falsche Seite. Ja. Regelstange zur Seite gedreht, Element reingedrückt. Jetzt müssen wir das nur noch ausrichten. Dafür nehme ich nochmal meinen altbewährten Messinghaken. Da ist die Bohrung. Ja. Klack. Das sitzt drin. Element Nummer 2. Oh Gott. Mal durch den Diesel ziehen. Oh, Treffer. Dann noch für einen Gutschmack einen Schuss Diesel rein. Und dann können wir auch schon die Elemente draufsetzen, die Druckventile draufsetzen. Ich habe die Dichtungen jetzt sauber gemacht, beziehungsweise ordentliche gefunden und drauf gemacht.
Einmal hier, einmal da. So, Druckrohranschlüsse. Schön chromatiert, selbstverständlich mit Feder. Einmal. Und zweimal. So, jetzt ist das erledigt. Jetzt können wir die Dinge anziehen. Also Drehmomentschlüssel anziehen, rumdrehen, Elemente einsetzen. Dann geht's weiter. Rollenstößel, Federn, den ganzen Klimbim dran, drum und dann können wir schon auf den Prüfstand. Ich habe jetzt noch einmal kontrolliert, ob hier wirklich Mitte ist. Das heißt, wir können jetzt auch die zweite Regelhülse schon reinfallen lassen. Die hat auch erfreulicherweise eine Markierung hier vorne. Das heißt, können wir einfach plups, gucken, dass die Markierung unten richtig ist von der Regelstange. Wo ist mein Magnet? Da. Oh, die war noch gar nicht drin. Umso besser. So. Seht ihr was? Das ist schön, ich sehe nämlich nichts. Muss mit der Zange machen. Es geht nicht mit Magnet. Der ist einfach, wer jetzt gedacht, zu magnetisch. Ja, Regelstange hat sich natürlich verdreht. Gut, einmal Zange, einmal richten. Klack. Kennt ihr das? Messer am Arbeiten, noch besser, Messer am Filmen. Dann geht die Tür auf. Und dann steht da Opa drin. Und wie immer wird er natürlich nicht im Video auftauchen, also kannst du hier einen Cut machen. Keine Ahnung, wo ich eben war. Die Regelhülsen sitzen alle richtig. Jetzt können wir die Elemente einsetzen. Quatsch. Wir können erst noch hier die Federscheiben einsetzen. Einmal, zweimal. Und jetzt können wir die Elemente einsetzen. Hier nochmal beachten, dass die Steuerkante in die richtige Richtung geht. Na, hier in unserem Fall geht die Steuerkante in die Richtung von der Regelstange weg. Muss man einfach gucken, wie man die Elemente eingebaut hat, aber normalerweise zeigt die Regel, die Steuerkante quasi immer in die Richtung, wo auch die Schraube von der Regelhülse ist. So. Bin gerade am überlegen, wie wir das am schlauesten machen. Ich glaube nämlich, am besten machen wir erst die Federn rein. 1, 2. Und dann können wir hier, jetzt brauche ich natürlich wieder zwei Hände, ne? Oh, wie mache ich das denn jetzt? So, ne? Hier Element, ein Federteller. Noch abspülen. Immer schön montieren. Steuerkante in die Richtung. Treffer versenkt. Nummer 2. Auch hier wieder Steuerkante die Richtung. Blub. So. Rollenstößel drauf. Und dann sind wir schon fertig. So schnell ist sie zusammen. Dann können wir heute tatsächlich noch prüfen. Wundervoll. Zack, zusammen ist das Ding. Macht auch optisch ordentlich was daher. Ich gehe jetzt mal die Prüfvorrichtung dafür suchen und dann sehen wir uns auf dem Prüfstand wieder. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und lass doch mal ein Abo und ein Like da. Der nächste Teil folgt. Bis dann!
euer Dominik.